Herzlich willkommen zu einer neuen ultraspannenden Unboxing-Videosache, die Sie gerade auf Play gedrückt haben. Ich präsentiere für einen Plattenspieler von Tucker, vielleicht Thacker, wer weiß. Thacker könnte ja fast ein Hacker sein. Werden Sie nicht gehackt, achten Sie auf Ihre Passwörter. Selbstbedienung, Softbrush, best in analog. Ein kleiner, aber sehr nützlicher Filzblock, mit dem Sie, sehr praktisch verpackt, Ihre Platten entstauben können, während diese laufen. Es ist anscheinend noch, oh, es ist zugeklebt. Da hat der William Tucker, ich glaube, so ein Tucker, hat sehr liebevoll zugeklebt. Die kostet im Internet zwischen 8 und 9 Euro. Hat hinten dran sogar noch eine ganz toll verpackte kleine Zahnbürste dabei, wenn Sie sich beim Plattenhören mal die Zähne putzen möchten. Oder, auch wenn der Autofokus es nicht schafft, weil der Rest so interessant aussieht im Bild, ist das in Wirklichkeit vielleicht eine Bürste, um Ihre Nadel zu pflegen, um den Staub vorsichtig von Ihrer Tonabnehmer-Diamantnadel, elliptisch oder sphärisch geschliffen, entfernen möchten. Sehr praktisch, dass es da direkt dabei ist. Mal schauen, wann ich es benutzen werde. Nie. Hier, wunderbar verpackt, ist ein Filzblock. Er ist ziemlich hart. Demnach steht auch im Internet bei den Reviews. Das sollte man bestimmt nicht machen, aber was macht man nicht alles für YouTube? Er klingt schon sehr gut. Vom Sound her ein tolles Equipment. Hören wir genau hin und hören die William Tucker Ästhetik. Toll. Jetzt ist er schmutzig, deswegen sollte man das nicht machen. Den hält man ganz leicht über die Platte, während man auf angedrückt hat, sie sich dann dreht, jetzt vibriert hier ein Handy, und hält ihn nur ganz leicht drüber, ohne Druck zu entstehen, und hat so im Idealfall antistatisch alle Fussel auf der Platte drauf und somit nichts an seiner Nadel, die man in dem Fall, da nichts auf der Nadel ist, auch nicht danach mit der Bürste sauber machen muss. Sondern man hat staubfreie, antistatische Platten und es funktioniert viel besser als die Carbonbürsten, die meistens made in China recht billig sind und die Carbonhaare und Nadeln nach und nach verlieren. Hier kann das nicht passieren. Das ist der kleine Filzblatt von Tucker Softbrush. Kostet ungefähr 8 Euro und ist sehr zu empfehlen. Vielen Dank an mein audiophiles Publikum. Ihr Homo.